So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde SimCity. Wir befinden uns immer noch in unserer ersten Stadt. Das hier finde ich nicht so prima, dass die Luftverschmutzung zunimmt, aber natürlich, wenn man mehr Industrie hat, wird man auch um die Luftverschmutzung nicht drumherum kommen. Gut, immer noch fehlen Gebiete. In dem Fall, so wie es hier aussieht, wieder Wohngebiete, auch wenn ich denke, ich habe hier noch genug. Ich glaube, ich möchte mich erstmal... wieso Klinik geschlossen? Wie, wir brauchen Strom. Moment mal. Okay, ich muss mich um Strom kümmern. Gut zu wissen. Das heißt, ich gucke mir mal hier unten den Strom an. Schön laut, weil da gerade der Zug kommt. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann kann ich das aber updaten. Und zwar mit kleinen oder mit großen. Ah, für die großen habe ich keinen Platz, was? Ich wusste das. So, jetzt also nochmal nachdenken. Die bringen 5,1 Megawatt. Und die bringen 3 Megawatt. Dann werde ich mich erstmal um die kleinen hier bemühen. Guck mir mal an, was der Strom da macht. 4,3. Also reicht erstmal ein kleines. Die Stadt soll ja noch vernünftig wachsen. Okay, dann soll die Produktion ja jetzt hoffentlich anfangen. Und das zweite sich auch drehen. Wird wahrscheinlich wieder eine Weile dauern. Ja, jetzt fängt das an. Und ja, hier hinten sind ein paar Gebäude ohne Strom. Die werden das aber jetzt hoffentlich gleich kriegen, oder? Ja. Okay, 10.000. Wunderbar. Was habe ich denn hier? Ach, hier ist so eine blöde Erfolge. Zeug. Ja, okay. Kann man einfach ignorieren. Nicht ignorieren will ich, dass ich ein Bürgermeisterhaus bauen kann. Das hier sieht auch noch nicht so schön aus, aber ich bin doch jetzt schwer im Grünen, ne? 4,2 Megawatt Überschuss. Dann ignoriere ich das mal und baue ein Bürgermeisterhaus. Und zwar... Tja, wohin denn? Wo soll denn der Bürgermeister wohnen? Warum soll er nicht hier wohnen? So, finden's gut? Boah, rundherum finden's alle gut. Super. Hey. Der Bürgermeister ist eingezogen. Gut, was können wir noch machen? Strom, immer noch Strom. Ja, Kollegen, ich habe aber Strom. Braucht der so lange, bis der da durchfließt? Oder schafft er das einfach nicht so weit? Verstehe ich gar nicht. Ich habe doch einen Überschuss. Ah ja, jetzt kommt aber hier langsam Ruhe rein. Oder? Ja, schon. Na? Okay, es klappt. Dann gucke ich mir mal Wasser an. Wasser passt. Abwasser passt auch noch alles. Wasser ist auch noch schön sauber. Okay. Das läuft alles. Ich hoffe, dass mit dem Strom bin ich jetzt gleich mal los. So, und dann braucht man weitere Wohngebiete. Tja, aber bevor ich das mache, 10.000 in der Stunde verdiene ich, wollte ich mich eigentlich um eine Feuerwehr kümmern. So, und zwar kommt die da, tja, auf die andere Seite vom Krankenhaus. Wie decke ich das denn am besten ab hier? So, ha? Bonk. Und will ich es gleich updaten? Noch habe ich ein bisschen Geld. Gucke ich mir das an. Da unten gibt es sonst irgendwelche Schmerzen. Was sagt er mir? Wir kommen auf der Feuerwache. Wir haben nicht viel Personal, aber können erfolgreich Brände löschen. Ja, wenn man sonst nichts kann. Sie können ruhig neue Garagen hinzufügen oder einen schönen neuen Feueralarm hinzufügen, der uns im Brandfall weckt. Ja,
Das hatte ich auch vor. Schade, dass ihr euch wieder rausdreht. Ich will eigentlich noch ein bisschen mich mit euch unterhalten. Und zwar würde ich gerne hier noch eine Garage hinzufügen. Wo auch immer. So. Und das hier ist die Klingel. Löschfahrzeuge werden doppelt so schnell ausgesendet. Das mache ich auch. Und weil ich gerade noch ein bisschen Geld habe, gibt es auch ein Schild. So. Das zum Thema Feuerwache. Und wahrscheinlich brauche ich noch eine zweite, nämlich da hinten. Also wenn ich mir mal die Datenkarten zum Thema Feuer angucke, da hinten ins Industriegebiet muss mindestens noch eine. Und jetzt motzt der hier schon wieder über die Gesundheit. Habe ich nicht schon ein Krankenhaus hingestellt? Hier gibt's doch ein Krankenhaus. Was hat er denn für ein Problem? Verletzung. Ja, wie? Weil da einer verletzt ist, oder was? Jetzt werden wir aber immer noch 5 Tote pro Tag. Wieso denn das? 0 von 14. Ach so, die hatten ja die ganze Zeit, glaube ich, keinen Strom, ne? Oder? War das das Problem? Das könnte natürlich sein. Also hier hat sich in der Fabrik einer verletzt. Ja, das ist natürlich dasselbe Problem, ne? Dass es ewig weiter Weg ist. Ich müsste eigentlich hier irgendwie an den Rand oder sowas, müsste ich nochmal eine komplette Infrastruktur bauen. Und Geld habe ich. Also mache ich das. Wo mache ich das denn hin? Hier so? Da so? Da so. Bitteschön. So, und auch da gibt es gleich noch einen Krankenwagen. Oder gerne auch zwei. Und ein schönes Schild. Okay, das dazu. Und dann können wir natürlich da hinten auch gleich noch eine Feuerwehr hinstellen. Bevor wir uns dann gleich um die Polizei kümmern. So, Feuerwehr, genau dasselbe. Wie wäre es diesmal mit hier? Und auch da noch mindestens einen Feuerwehrwagen. Ah, eine Garage. Ja, ich brauche jetzt Sim-Leons. Infrastruktur haut immer ganz schön rein, kann aber nicht ändern. So, 3 Minuten nach gibt's Geld. Hoffe ich. Na? Achso, das Ding kostet natürlich 15.000, richtig? Und ich habe 14.100. Sehr schön. Ich warte jetzt so lange, bis ich das Zeug hier gebaut habe. Glaube ich es denn? Meine Einwohnerzahl ist gesunken. Wo kommt denn das her? Wieso denn das? Kann ich auch gleich mal gucken. Ich war doch schon mal über 10.000, oder? So, Geld. Langsam ist gut. Und natürlich ein Schild. Ja, so viel Luxus muss sein. So. Jetzt will ich das erstmal in Ruhe gehabt haben. Ja, jetzt Polizei oder neue Gebiete. Ich glaube erstmal neue Gebiete, damit wir das hier rund kriegen. Und außerdem, wieso verlassen die meine Stadt? Zufriedenheit der Industriegebiete. Und sterben die Mitarbeiter weg, okay. Das hier muss ich mir auch nochmal angucken. Das sind die Lieferungen, die im Gang sind. Ne, das ist der Versand. Ach, okay. Okay. Muss ich das ergründen? Was sagen die mir denn? Technikstufe. Wir wollen einen Abnehmer, an die wir liefern können. Hey.
So, hier, die brauchen mehr Parks und sonstigen Kram. Was ist denn das? Freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Denken Sie an die ganzen herrlichen Missetaten und Verbrechen, die vor uns liegen. Gott segne Ihr kaltes, schändliches Herz. Ich bin Dr. Dick. Der heißt doch nicht im Englischen auch Mr. Dick, oder? Gruß rechte Hand. Unsere erste Aufgabe besteht darin, diese unschuldige kleine Stadt in eine Blutstätte des Bösen zu verwandeln. Lassen Sie uns weitere schmutzige Fabriken bauen und alles daran setzen, neue Kriminelle in die Stadt zu locken. Ich muss Sie außerdem darum bitten, Dr. Ruhns, seine Handlanger, einen Turm zu bauen. Er hat es ziemlich satt, seine kriminellen Machenschaften vom Café um die Ecke auszudirigieren. Das widerspricht natürlich hier dem Maxismann, aber wir nehmen es trotzdem an. So, das haben wir schon erfüllt. 5 Verbrecher frei herumlaufen und den Wutturm. Dann haben wir wenigstens richtig Rabatz hier in der Bude. So, und jetzt brauchen wir mehr Parks und mehr Versorgung, so wie es aussieht. Industrie versendet ihre Lieferungen an Gewerbegebäude, ja, das Handelsdepot oder den Umschlagplatz. Weisen Sie weitere Gewerbegebiete aus. Oder bauen Sie ein Handelsdepot? Wo kann ich denn ein Handelsdepot bauen, bitteschön? Das wäre ja durchaus, also bei Bildung macht ja keinen Sinn. Hier kriege ich nur die Häuser. Hier kann ich mir ein paar Naturkatastrophen selber generieren. Hier ist ein Park- und Reitplatz, Busbahnhof. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, wo das sein könnte. Bei Müllentsorgung wird es ja wohl nicht sein. Das sind die ganzen, ach, das ist der Wutturm, okay. Bildung, öffentliche Transportmittel, Straßenbahn, Züge, Flüsse, huhuhu. Muss ich das hier drüber machen irgendwie? Das sind die Info zu den Bussen, tja. Handelsdepot. So, weisen Sie Industriegebiete aus. Fabriken schaffen Arbeitsplätze und stellen Produkte her. Sie versenden Ihre Lieferungen an Läden, Handelsdepot, Umschlagplätze und die Frachtterminals von Stadtflughäfen. Kann eine Fabrik nicht ausreichend Waren versenden, bleibt ein verlassenes Gebäude zurück. Ja. Das erklärt mir aber immer noch nicht, wie ich ein Handelsdepot baue. Das ist ja nur die Verwaltung hier. Es müsste ja wenigstens irgendwo mal sein, dass ich es freischalten kann. Selbst wenn ich es noch nicht hinbekommen würde. Keine Schulen. Ah ja, Schulen brauchen wir natürlich auch noch, sehe ich ja. Das hier sind die Parks, da müssen wir auch noch was tun. Hier kann ich mich spezialisieren. Das ist das Großprojekt. So, ist hier irgendwas zum Thema Handel? Ladenbesucher. Da kann ich was verschicken. Polizei. Ich weiß ja gar nichts, ne? Ich kann auch Geschenke vergeben. Verschenken Sie die folgende Ressource. Sehr gut. Nein, das will ich nicht. Ich will handeln. Hier sind Ausgaben, Einnahmen und Steuern. Das ist alles in Ordnung. Hier ist die Zufriedenheit. Die habe ich mir auch schon angeguckt. Da muss ich ja nochmal wirklich ein bisschen genauer hinterher sein. Hier brennt es direkt gegenüber von der Feuerwehr. Kann doch nicht sein. Hier ist auch schon ordentlich Stau. So, dann gucke ich mir erstmal an, ob ich hier Straßen upgraden muss. Ja, muss ich wohl. Ach du Himmel. Wieso staut denn das da so? Ah, wie teuer. Eklig. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Hier ist doch alles ruhig. So. Tja.
Ja, das mit dem Handelsdepot, das treibt mich jetzt ja wirklich um. Vor allem, weil ich da noch nicht mal weiß, ob ich da hier vernünftig eine Hilfe herbekomme. Ja, gucken wir uns hier die Straßen nochmal an. Das passt alles soweit. Ich würde euch ja sagen, schreibt es in die Kommentare, aber wenn die Folge online ist, weiß ich es hoffentlich schon. dann baue ich jetzt hier erstmal nochmal ein paar Wohngebiete, damit ich da erstmal Ruhe habe. Da muss ich allerdings mit den öffentlichen Transportmitteln dann auch hin. So. Ja, und ich würde es ja immer noch hier irgendwie unter Verwaltung vermuten, aber da ist nur hier... Könnte ich eventuell, muss ich vielleicht das Rathaus upgraden, das fällt mir gerade ein, also Sicherheitsabteilung, Tourismus, Verkehrs, wahrscheinlich brauche ich das hier. Bildung, Sicherheit, Tourismus, Verkehr, vielleicht Versorgung, ne? Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Kriege ich da auch nochmal eine spezielle Info? Nee, kriege ich nicht. Tja, 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 tja. Ich weiß es nicht. So, will jemand mit mir reden? Ja, da will jemand reden. Feuer findet sie super. Nee, sie findet super, dass das alles so klappt. Ja, jetzt kommen auch hier die Leute wieder. Das heißt, hier wird fleißig eingezogen. Und ich kriege, wie erwartet, ein Polizeiproblem. Ja, 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 ja. Da müsste der sich doch hier freuen. Also, wir haben jetzt ja einigermaßen gut verdient. Dann gucken wir uns jetzt mal das Thema Polizei an. Hier wäre es wieder relativ zentral, ne? Zumindest für dieses Wohngebiet. Wie wäre es? Boah. Dahin. So, und auch da, die kriegen von mir Streifenwagen, solange ich sie bezahlen kann. Was kosten die? 10.000? Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann mache ich das. Schild oben drauf, ganz klar, oder davor, oder wie auch immer. Ich kann ja noch Gefängniszellen bauen, zweistöckig. Das brauche ich im Moment aber nicht. Tja, dann ist die Frage, ob ich mir hier das nicht mal gönne. Ich meine, das Maxis Herrenhaus kostet 40.000, kann ich mir gerade leisten. Dann wollen wir mal gucken, das deckt auch eine ganze Menge ab, oder nicht, oder was? Oder doch? Eher nicht. So. Für irgendwas muss es ja gut sein. Außer, dass es mich jede Menge Geld kostet, aber ich möchte es halt mal haben. Es ist ein DLC und fertig. So, ich könnte es natürlich noch updaten. Nee, kann ich nicht, doch. Ach so, das ist hier Grafikfehler. Ich will es updaten. Was kann ich denn machen? Ein Retikulator-Landeplatz bauen? Hebt mit seinem Retikulator ab, um Brände zu löschen. Sehr gut. Und eine Turbowagengarage. Oh ja, damit er mal ordentlich was kriegt. Verbessern Sie Ihre Popularität um den Wert 500, bisher 0. Ja, die kosten aber nichts, die Updates. Okay, muss man sich wenigstens merken. Gut, und den Wutturm kann ich noch nicht bauen, das ist alles gut. So, die beschweren sich, weil sie hier nicht genug Krankenversorgung haben. Das heißt, da muss ich natürlich dann auch wieder Infrastruktur bauen, wenn ich das weiter nach vorne treiben will. Und so wie es aussieht, haben wir immer noch ein Problem mit Nachfrage nach Wohngebieten. Dann wollen wir uns wenigstens aber erstmal noch die Polizeidatenkarte angucken, weil ich glaube, ich muss ja da oben im Industriegebiet genauso... Nee, das hier ist die Verbrechenskarte. Ah ja, okay, also da wollen wir erstmal...
da wollen wir uns erstmal nicht drüber beklagen. Dann baue ich hier fleißig weiter, also so fleißig ja nur auch nicht. Viel Platz ist ja gar nicht mehr. Dann baue ich hier weiter Gebiete für Touristen. So, und dann machen wir das jetzt auch gleich vernünftig. Dann fangen wir zumindest so damit an. Wo sind die Hilfslinien, wenn man sie braucht? Die kann ich da alle nicht anschließen, oder kann ich doch? Nee, kann ich nicht. Pech gehabt. Was fehlt mir denn jetzt? So ein paar doppelige Simleons. Gut, dann warten wir ab. Lange Geld ausgegeben. Da müssen wir mal updaten. Sobald wieder Geld da ist, bevor wir noch neu bauen. Das hier scheint auch ein Problem zu sein. Okay. 500 Wohngebäude. Na, es scheint ja immerhin ein bisschen nach vorne zu gehen. So, dann haben wir für die Stunde alles schon wieder ausgegeben. Nur für Straßenerweiterung. Gucken wir uns das hier oben an. Da könnte wohl auch noch was kommen. Hier ist gerade ein bisschen viel, aber nur weil die alle eingezogen sind. So, das interessiert mich nicht. Das hier ist schon spannender. Gut, und dann muss ich weiter Straßen bauen, um hier gerade zu kommen. Und die vor allem anzubinden. So, und Gebiete, Gebiete, Gebiete. So, jetzt sollte das ja erstmal wieder nach unten gehen, beziehungsweise der Bedarf ist eigentlich da. Also, an den mittleren. Und das habe ich immer noch nicht verstanden, wie ich das hier vernünftig hinbekomme. Aber das ist dasselbe wie mit dem Handelsdepot. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir erst nochmal in Ruhe angucken. Das scheint ja im Moment die Stadt wirklich zu behindern. Das finde ich gar nicht so schön. So, und jetzt kann ich natürlich hier Sport und Natur für die Sachen bauen. Das heißt, das mache ich auch mal. Immer mitten rein ins Vergnügen. Bitteschön. Ach, wie sie sich rundherum alle freuen, ne? Und ein Volleyballfeld. Gucken wir mal dahin, wo wir noch nicht gebaut haben. Und wir haben ja hier Schlängelpfade und ach du Himmel, was haben wir hier noch alles haben? Gewundener, von Bäumen gesäumter Gehweg. Gibt's ja gar nicht. Dahin, was werden sie sich alle freuen. Und ein mittlerer Schlenderpark. Der kommt mal hier hin. Schlechter Zuggangster. Sorgen Sie dafür, dass die Polizei den ersten Verbrecher festnimmt. Na, Polizei, herzlichen Glückwunsch. Tja, wo stellen wir das denn hin? Dahin. Überfall im vollen Gang. Überall Leuten. Habe ich nicht genug Polizei? Wo ist denn eigentlich Maxis Mann, wenn man ihn braucht? Schicken Sie Maxis Mann auf Patrouille. Ja, Moment mal, was muss ich denn da machen? Verletzte retten. Auf geht's. Maxis Mann auf Patrouille. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Und das geht jetzt erstmal eine Weile, oder was? Da kriege ich erstmal 5000 Simleons. Ach so, den muss ich jetzt hier immer... Den muss ich immer schicken. Und dann geht Maxis Mann auf Patrouille. Keine Angst, Maxis Mann ist hier. Damit meine ich mich. Hallo Stiftmaster. Sehr erfreut, ja. Tacho. Ein Maxis-Scanner empfängt Notrufe von bedauernswerten verletzten Bürgern. Ja. Also...
Gib Gas. Sorgen Sie dafür, dass Maxis Mann 3 Sims heilt für 10.000 Simleons. Komm mal her, dann will ich dir mal folgen. Zeig dich mal. Maxis Mann steht im Stau. Was er für eine coole Karre hat, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dann Maxis Mann. Habe ich nicht gesagt, ich wollte ihm folgen? Achso, der heilt hier. Ah ne, der sitzt schon wieder daheim rum. Der sitzt schon wieder rum. Dann sieh zu, gib Gas. Ach Keller, das kann ja richtig anstrengend werden. Naja, mal gucken, vielleicht heilt er irgendwann mal welche. So, jetzt wird's rot. Rot ist nicht gut. Müllproblem. Oh ja, wir haben keine Müllabfuhr. Darum habe ich mich gedrückt. Eieiei. Tja, wo stellen wir die denn hin? Da wollen wir erstmal gucken. Was haben wir denn hier? Eine Müllhalde. Die macht natürlich hier in den Wohngebieten relativ wenig Spaß und Sinn. Das heißt, wir werden die irgendwo hier hin tun. Da will ich nur mal gucken, wo wir frisches Wasser hatten, damit ich da nicht irgendwie einen Mist baue. Tja, dann kommt sie halt hier irgendwo hin, ne? Da an den Rand. Das finden die hier bestimmt nicht so toll, aber... ja, macht ja keinen anderen Sinn. Also, Wind geht ja in die richtige Richtung. Bitteschön. So, die kann ich bestimmt auch wieder updaten mit Müllwagen, einer Müllhalde. Okay. Wieso habe ich denn 15.000 Simleons in der Stunde eingenommen? Wegen Maxis Mann oder was? So, geleerte Mülleimer, 0 von irgendwas. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir brauchen erstmal, so wie es aussieht, hier die Häuser, 5.000. Da können wir eine ganze Weile was von kaufen. Will ich die denn alle hier anreihen an der Straße? Das nimmt mir ja ewig viel Platz weg. Oder will ich nicht eher sagen, ich baue mal, wie viel kann ich bauen? 8 Stück. Kann ich dann nicht hier die Straße verlängern? Und kann hier nochmal 8 hinstellen? Nee, anscheinend nicht. Ist ja doof. Ja, ich weiß, es geht nicht. Ja. Ich hab gedacht, ich könnte hier was dran bauen. Dann brauche ich den Kram hier auch nicht. Ja, dann werden hier hinten ein paar Sachen dran glauben müssen, es hilft ja nichts. Limit erreicht. Okay, dann haben wir das schon mal. Als Abladestellen aus. Dann gibt es auch das. Wo kann ich das hier hin tun? Dahin. Wo kann ich das nicht hier machen? Das muss doch irgendeinen Sinn haben, dass ich hier Straßen bauen kann. Eine ausreichende Nivellierung des Geländes für die Straße ist hier nicht möglich. Okay. Ja, dann kommt die halt erstmal dahin. Das hilft ja nichts. Und dann gucken wir erstmal, ob wir immer noch ein Müllproblem haben. Jetzt fahren ja erstmal genug an LKWs. Heute 13.000, das heißt, ich kann mit ein bisschen Glück gleich wieder mein Rathaus updaten. Ja, wir haben ein Müllproblem, ich weiß es, ich habe was dagegen getan. Der Maxis Mann hat geheilt und ist noch auf Patrouille, okay. Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Geld. So, wollen wir hier nochmal gucken. Strom, ja, könnte auch nochmal ein bisschen mehr werden, aber sonst nicht so ein großes Problem. Die anderen beiden Sachen passen. Müll habe ich mich gerade drum gekümmert. Feuer. Feuer in der Stadt.
Es gibt einen Brand in der Stadt, aber die Feuerleute sind der Situation gewachsen. Das ist doch gut. Mal da hinten löschen. Im Industriegebiet. Ja, dann will ich gar nicht mehr von euch wissen. Krankenhaus, Abdeckung, naja, okay. Da könnte ich noch was verschicken, will ich aber gar nicht. Polizei, auch alles soweit in Ordnung. 2 pro Tag begangene Verbrechen, naja. Ich meine, das hier fehlt immer noch nicht so schön. Gucken, was man da noch machen kann. Tja, und da haben wir natürlich überhaupt noch nichts gemacht. Wir könnten natürlich nochmal anfangen, Schulen zu bauen. Und dann steigen ja eventuell auch nochmal die Sims auf. Wo stellen wir denn Schulen hin? Boah. Dahin. So, und dann schicken wir auch einen Schulbus durch die Gegend. Ach, guck mal, wie schön. Und darum, wie sie sich alle freuen. Ach, und von Maxis Mann ist da auch fertig. Sehr gut. So, und ich will jetzt erstmal hier einen Schulbus schicken. Jetzt muss mir mal einer erklären, warum die Erde bebt, wenn ich da Bushaltestellen setze. So, gleich haben wir es geschafft. Dann gibt es da noch ein paar Schulbusse. Ach, wie sie sich alle freuen. Atemberaubend. Stellen Sie in der Stadt 20 Schulbushaltestellen auf. Sehr gut. Und die hinten sollte aber auch nicht ungeblendet bleiben. So. Und dann wollte ich ja eigentlich in der Schule nochmal gucken, ob ich nicht gleich schon was anbauen kann. Zum Beispiel Schulbusse. Die sind ja sogar relativ günstig. Dann gibt es da gleich mal die maximale Anzahl. Und ein Schild. Dann harren wir die Dinge, die da kommen. Aber nicht mehr in dieser Runde. Wir sind eh schon drüber. Sondern in der nächsten. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Tschüss.